Wir leben wirklich in sehr schlimmen Zeiten, gerade was die katholische Kirche in Deutschland betrifft. Wenn Sie diesen Kanal folgen, wenn Sie die Videos sehen, sehen Sie, dass da wirklich Unglaubliches zustande kommt. Und wir sollten uns fragen, okay, wie sieht der Heiland diese ganzen Ereignisse? Wie fühlt er sich? Und was können wir dann sozusagen machen angesichts dieser ganzen Sünden, die gegen ihn getan werden. Und da will ich Ihnen heute eine Andachtsform vorschlagen, ja, die früher eigentlich sehr üblich war. Und zwar, dass man Ihnen sozusagen eine gewisse Sühne, dass man den Heiland begleitet, um sozusagen ihm in seinen Schmerz zu trösten. Das Ganze stammt von einem Büchlein eines Jesuitenpaters. Das Ganze ist eigentlich gerichtet an Priester und Kandidaten des Priestertums. Ja, aber das ist natürlich auch für gewöhnliche Laien auch, also Personen, die eine gewisse Andacht zum heiligsten Herzen Jesu üben. Ja, und hier in diesem konkreten Kapitel geht es um die verschiedenen Formen der Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Und hier geht es gerade darum, ihn zu trösten. Und so heißt es, Sie, also die Verehrer des heiligsten Herzens Jesu, leisten oft und von Herzen Abbitte, an dem Herrn Ersatz zu leisten für die Unbilden, die ihm zugefügt werden. Ja, also das ist, also im Grunde genommen, das sind also die schlimmen Sachen, die Sünden, die Beleidigung, die andere ihm zufügen. Darum geht es hier, ja. Jene Andachtsübung, welche dem Herrn am meisten gefällt und unsere Andacht wesentlich eignet, ist die Abbitte und Ersatzleistung. Das müssen wir immer vor Augen haben. Das heißt, wir sehen, okay, er wird beleidigt, dann gehe ich hin, zu ihm hin und ich tröste ihn. Und er sagt hier, dieser Pater hier, das ist, was dem heiligsten Herzen Jesu am meisten gefällt. Ja, dass man sozusagen in so einer Situation an ihn denkt, ja, und ihn sozusagen trösten will und ihn begleiten will und ihm Gesellschaft leistet, sozusagen. Sie sind deshalb, also die Verehrer des heiligsten Herzens Jesu, sie sind deshalb nicht damit zufrieden, sein Herz bloß nicht zu betrüben, also selber, sondern sie trachten vielmehr durch Abbitten und Ersatzleistungen ihm Trost und Freude zu bereiten, je mehr sie von Undanke der Menschen gegen ihren Herrn und Erlöser überzeugt sind. Und je genauer sie wissen, dass der Herr gerade diese Übung vor allen anderen wünscht und empfiehlt. Und deshalb meine ich, dass diese Übung gerade in unseren Tagen eben so wertvoll ist. Weil ich meine, was wir heute erleben, das ist ja eine Flut an Beleidigungen gegen den Herzen Jesu. Ja, und gerade jetzt sollen wir praktisch dann eben ihn trösten und ihn eine Freude bereiten. Er soll nicht immer sagen und klagen müssen, also der Heiland, Jesus Christus, soll nicht immer sagen und klagen müssen, Zitat aus dem Psalm, ich habe erwartet, dass jemand mit mir Trauer empfände, aber keiner hat es getan, dass jemand mich tröste, aber ich habe niemanden gefunden. Und das ist an sich eine Einladung an uns, dass wir mit ihm zusammen Trauer empfinden, und dass wir ihn sozusagen tröstet, gerade in der Zeit, wo er so angegriffen wird und so beleidigt wird. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.